Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Pioneers Map. Ja, das Feld mit dem Zuckerrohr ist bestellt. Das kann wachsen. Wir gucken mal, was daraus wird. Wir widmen uns heute dem Schwarzmeer und dem Gras, weil, guck mal auf den Wetterbericht, wir sind im Oktober, der letzte Grasschnitt steht an und wir haben Code von Regen. Was sagt denn der Wetterbericht? Ab 13 Uhr geht los. Wir haben noch eine Stunde. Ja, die Zeit drückt, die Zeit rennt. Wir müssen los. Das machen wir aber nicht damit, weil ihr habt die schimpft. Ihr habt gesagt, der ist nicht cool, den hatten wir schon so oft, macht er mal was anderes. Genau, deswegen fahren wir damit auch zum Shop. So, auf direkten Wege. Ich hoffe, wir kommen da heile hin. Wir haben den liefern lassen, ne? Und mit dem Schneidwerk da durch ein... Na, mal gucken. Vielleicht kommen wir an, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Und ich wollte mich eigentlich nochmal um die Wechselhäuser kümmern. Ja. Aber wisst ihr, was ich total vergessen habe? Da, wo die Sonnenblumen waren, da liegt noch Stroh auf dem Feld. Das müssen wir noch pressen. Deswegen steht auch die Presse beim Händler. Ja, wir haben noch sehr, sehr viel zu tun anscheinend. Ja. So, Frage. Kommen wir hier durchgeschlängelt? Wir probieren einfach mal. Vielleicht haben wir Glück. Aber so wie das hier aussieht, wird das ganz schön eng. Ah, auch mit Drücken nicht, ne? Warte mal. So, jetzt dann so, so. Ja, nein. Ja, vielleicht, warte mal, so, ja, okay, wir fahren ja außen lang, wir geben die Dinger sowieso ab, von daher, ach du Schande, wir kommen ja nicht rum, ah, habe ich jetzt Mist gemacht oder kommen wir hier raus aus der Nummer, ja, passt, das ist ja perfekt, hallo, aus dem Weg, Vorsicht, der tut doch weh, Mensch. Das ist doch im Rücken nicht schön. So, jetzt hängen wir hier am Pfeiler. Tolle Wurst. Immer noch. Ja, ja, ich weiß. Ihr werdet wieder mit mir schimpfen. Schneidwerkwagen. Aber, guck mal, brauchen wir nicht. Fährt doch ohne. So. Werden wir jetzt eh verkaufen. Weil, ne? Ich meine, ich finde die Funktion von dem Ding mega. Du ersparst dir halt echt viel Arbeit. Was heißt Arbeit ersparen, aber er macht es halt einfach leichter. So. Na, ihr habt nochmal ein paar Chips oben drauf. Ich habe repariert und lackiert und dann verkauft, weil der Kollege Fiat, der steht hier nämlich nicht ohne Grund. Der hat 180 Pesen. Wir kaufen jetzt Schneidwerkzeuge zum Grasmähen. Ja, ihr wolltet es, ihr kriegt es. Ja. Das braucht ja schon viel Feuer hier. Das auch. Ah, alles was Butterfly ist, ist halt sehr leistungsfordernd. Ja. Das macht 180, aber das hat keine Schwattablage, ne? Das ist so ein Frontmähwerk. Der braucht 120. Hier sind wir bei 180. Oder wollen wir die Combo fahren? Lass mal so machen. Oder nehmen wir doch das hier? Kommt der damit klar? Wir werden probieren. So, Rundumleuchten an. Heißt, er ist aktiv und hat Bock. Also Action. Wir gucken mal. So, in der Zeit, wo der dann am Gras mähen ist, würde ich sagen, gehen wir auf die Ackerfläche und hauen da erstmal das Stroh viereckig am Kuhstall, weil da herrscht echt Bedarf. Problem ist, wir brauchen dafür noch einen Schlepper. Was aber eigentlich ja kein Problem ist, weil ich wollte noch einen Schlepper kaufen. Freunde, wir hauen Kohle auf den Kopf ohne Ende. Hat aber den Vorteil, wenn wir die Gewächshäuser wieder mit Wasser und mit Flüssigdünger versorgen, haben wir wieder Kaffeebohnen ohne Ende. Und wenn wir die wieder verkaufen, haben wir wieder Kohle ohne Ende. Also eigentlich können wir das mit vollen Händen rausschmeißen, das Geld, weil es kommt eh wieder rein. Na, so, guck mal, wir sind schon da. So. Okay, Frage, wie machen wir das am dümmsten? Wir klappen das erstmal alles auseinander. Machen wir Streifen hoch, Streifen runter und dann lassen machen? Ich glaube ja, ne?
Hallo? Mach den runter. Ah, okay. So, warte mal, wir müssen in Position. Machen wir hier deine Arbeitsscheinwerfer an, dass wir da ein bisschen mehr sehen, was wir für einen Quatsch veranstalten. Ach komm, wir schicken ihn einfach in die Spur, der macht das schon. So, dann haben wir halt keine Schwadablage mehr. Dafür haben wir ja einen Schwader und dann sollte die Sache wieder laufen. Na, wir lassen den mal mähen hier und dann gucken wir mal. So nämlich. Ne, ihr habt nämlich mit mir geschimpft und da dachte ich mir, okay, dann machen wir doch anders. Ist ja euer Judith recht, ne? Habt ihr ja auch recht. Alles okay. Finde ich auch mal eine Abwechslung, wenn wir es mal anders machen. Ich hatte nämlich, wenn ich ganz ehrlich bin, wo ich den Schwad mir gekauft habe, hatte ich sowas in der Ahnung auch schon im Hinterkopf von wegen, ach Mensch, dann nehmen wir wieder das und ja. Sehr gut, Streifen 1 ist erledigt. Dann fahren wir mal rüber. Die Ballenpresse. Wir müssen mal gucken, wie viel Leistungsanforderungen die hat. Weil wir haben bei der Rösterei haben wir noch den John Deere Traktor stehen. Mit dem haben wir schon ganz lange nichts mehr gemacht. Den müssen wir mal wieder bewegen, sonst fault der da fest. Rost uns die Kolben im Motor an. So, dann lassen wir den hier einfach mal so Sachen machen. Ab hier dürfte er alleine seine Arbeit verrichten können, oder? Jetzt hat er drüben seine Begrenzung und ich denke mal, das läuft. Jawohl. So, ne, als letztes Andenken für die Nachwelt. So hat es begonnen. Mal gucken, wie es endet. Wir machen hier Heu, hätte ich gesagt. Der Grasschnitt, der wird zu Heu gemacht. Das wird für die Futterproduktion verwenden können. Weil Gras an sich haben wir noch mehr als genug beim Kuhstall. Deswegen schauen wir mal nach. So, der John Deere. Wir fragen vorher erstmal das Menü, bevor wir hier so Sachen machen. Also warte mal, wir haben eine Ballenpresse. Hallo? Da. Eine Leistungsanforderung von 115 PS. Okay. Traktoren haben wir. Den, der hat... Oh. Der hat die Leistung nicht. Sagen wir mal so. Der auch nicht? Der auch nicht. Der ja. Der auch. Und der steht da so ja dumm rum. Warte mal, dann nehmen wir den Ford. Der steht nämlich da hinten unterm Carport. Guck, genau hier. Abfahrt. Dann nimmst du dir jetzt deine Ballenpresse und dann eiern wir damit zum Sonnenblumenfeld und dann machen wir da erstmal das Stroh viereckig. So machen wir das. So. Schön die frische Luft einfangen mit beiden geöffneten Türen. Das ist eine aktive Klimaanlage. Eine Zwei-Zonen-Klima nennt man das. Links und rechts. Linke Tür, rechte Tür. Ja, ist neu modern. Und hinten soll ja noch, guck mal hier. Mit erhöhtem Durchfluss, aufgestellte Heckscheibe. Ja, wenn der noch unter der Achsel schwitzt, dann weiß ich auch nicht. Ja, ja, macht euch keine Sorgen. Ich mache mir schon lange keine mehr. Ja. So. Ja, wissen Sie, ich habe gerade voll Bock irgendwie. Das macht halt Spaß gerade. Ich nehme halt wieder mehrere Folgen hintereinander auf. Ne? Ist jetzt Folge 3. Vorher haben wir Zuckerrohr bearbeitet. Und ich wollte heute eigentlich neue Felder abstecken. Ne? Ich glaube, das wird erstmal hier in die Ballenpressgeschichte enden. Also laut Leistungs... Ey, guck mal, du kannst den Traktor in die Presse reinstopfen, aber laut Leistungsangaben soll der das packen. Wir werden sehen. Vielleicht ja, vielleicht aber nein. Oh, der tut sich ja jetzt schon schwer. Warte mal, wir nehmen aber die großen Ballen, ne? Die 240er soll er rausquetschen. Dann bitte Action. So, naja, dann wollen wir mal. Wir haben ja beim letzten Mal mit diesem Baumverschlinger Bäume entfernt. Dann ist mir zwischen den Folgen eingefallen, Mensch, verdammte Hacke, du bist da ganz schön dämlich. Wieso hast du den schon abgegeben? Weil hier steht ja noch so ein Kandidat rum, der ja seinen Standort verlassen möchte.
Der muss hier weg. Ja, haben wir verpennt, ne? Aber ich denke mal, wenn wir die neuen Felder anlegen da hinten, dann werden wir sowieso ein paar Laubbäume entfernen. Und vielleicht nehmen wir da den Baumverschlinger nochmal in Anspruch. Und dann kann der hier immer vorbeigucken. Dann kommt der Baum weg. Und dann ist die Welt wieder schön. Na? So, dann müssen wir mal gucken, wie sieht es denn bei den Kühen generell aus? Ich habe ja schon mal ja fleißig Silage und so was letztes Mal in die Futtermischapparatur hineingefahren, aber ja, ich meine, so viele Kühe haben wir nicht. Ich glaube, wir haben 10 Mastrinder und 10 Milchrinder und mehr ist da noch nicht. Ich möchte das aber auch nicht hochtreiben, sondern ich möchte, dass sie sich von ganz alleine entwickeln und vermehren. So war nämlich mein Plan. Da, weil die Kühe werden von ganz alleine irgendwann mehr. Na, da brauchen wir ja nicht viel zu tun. Warte mal, wir fahren mal hier lang und steigen kurz aus, gucken mal nach. Aber eigentlich müssen jetzt 20 Kühe. Ja, 20 Kühe, genau. Nahrung 90.000. Boah, warte mal, ich hatte einen Kuhstall auf der Texas-Map. Da habe ich die Kuhstall, die Füllmengen ein bisschen angepasst. Wie sieht es denn hier aus eigentlich? Oh Gott, Hühner haben wir ohne Ende. Ein Hahn und so viele Weiber. Verdammte Hacke. Mischration 0? Habe ich die erstmal nur Gras fressen lassen, sag mal? Apropos Kühe. Ihr seid der Hammer. Also, ne, in den Kommentaren, da wurde das... Müsst ihr mal ein bisschen gucken. Ich glaube, das kam unter dem Video von der Texas Map, wo ich die Kuhstelle umgebaut habe. Da gab es einen sehr interessanten Test vom Zuschauer, und zwar, wie sich das verhält, wenn man nur Gras füttert, wenn man nur Heu füttert und wenn man TMR, also hier Mischration, füttert, in Verbindung oder im Fokus auf Produktivität, Milch und Gülle. War sehr interessant. Also der Unterschied, der ist echt, echt groß. Also wenn du nur Gras fütterst, das, ja, das ist, als wenn du Luft verbrennst quasi. Wenn du Heu fütterst, ist schon besser. Und wenn du Mischration reinfeuerst, dann geht richtig die Post ab. Also Gülle schießt durch die Decke. Milch ist okay. Und ja. Also macht dollen, dollen großen Unterschied, was für Futter man verfüttert. So, die Presse darf pressen. Wir werden hier machen Stroh viereckig. Pickup unten. Offen, Zündung. Yeah. Und Abmarsch. Den habe ich voll vergessen, das Stroh hier. Ich war so auf mein Zuckerrohr fixiert. Ich habe das total verpennt. Wo ich hier den Casim-100 zurückgefahren habe. Der steht wieder da hinten unter der Scheune. Da habe ich gesehen, ey, verdammte Hacke, hier liegt ja noch Stroh auf unserem Blumenfeld. Naja, dann machen wir es jetzt. Na, kommt da überhaupt was raus? Ja, ganz schön kläglich. Naja, ist egal. Machen wir heute auf entspannt ein bisschen Stroh, oder? Hätte ich gesagt. Wollen wir gleich abfahren? Ne, jetzt haben wir ja nichts dahinter. Wobei, noch ist nicht rausgefallen hier. Wir könnten mit Follow Me gleich so einen Abfahrer aktivieren. Wollen wir das machen? Ja, warte mal. Ich denke, dafür ist er hier in der Lage, oder? Ich glaube, der Onkel war auch eine ordentliche Nummer was laut. Pass mal auf. Mir geht. Schnell war er. Ja. Mann, wir brauchen hier einen vernünftigen Ballenwagen. Autoload-Ballenwagen. Ha. Im Angebot war nichts, ne? Nee, pass mal auf. Wir können doch nicht immer diesen Anhänger von A nach B fahren. Das geht nicht. Wir brauchen hier einen eigenen. Was nehmen wir denn da? Hat der Autoload? Ja. Wollen wir den nehmen? Ja. Sieht der gut aus? Ich glaube schon. Der ist günstig. Wir nehmen den. Rundumleuchten brauchen wir nicht. Autoload auf jeden Fall. Kennzeichen brauchen wir nicht. Wollen wir es dir liefern lassen? Ich glaube ja. Und zwar genau nach da. So, was wartet er hier? Hat man den überhaupt schon mal? Bin mir gerade ja auch nicht sicher. Autoload auf jeden Fall. Na, schauen wir mal. So, ich lösche den Punkt hier gleich wieder.
Da liegt hier ein Tandem mit... Tandem? Nee, eben nicht. Ist ein Drehschäbel, kein Tandem. Hat er dann hier keine Last auf der Achse? Damit ist der Traktor befreit. Schon mal sehr schön. So, dann können wir hier schön mit Follow Me ein bisschen Stroh einsammeln. Mal gucken, ob das klappt. Dann eiern wir hier einfach mal hinterher. Sehr cool. Dieser Auspuff. Sieht aus, ey. Cool. Ich mag die Karre. Mit dem Sonnendach da. Schönes Cabrio. Okay. Fahr doch mal da hinterher. Und dann mach doch mal einen Versatz von 2 Meter. Dann fahr mal ein bisschen dichter. Hast du das? Jo. Ach, warte mal. Da hängt ein Reh in der Luft. Guck mal hier. Magic. Die Viecher sind verrückt. Die muss irgendwas im Wasser sein. Ich weiß nicht, auch nicht. Ja, da müssen wir noch auswählen. Was? Nö. Arbeitsstellung. Und nochmal. Und aktiv. Und los. Na, jetzt bin ich mal gespannt. So. Lass knacken. Wäre schön, wenn dir mal ein Ballen rausfällt, dass wir den testen können. Aber so viel Stroh ist das gar nicht, ne? Das hat man letztes Mal schon festgestellt. Auf dem kleinen Land, da war Sonnenblumen und Stroh, das war... Boah, das hat ja nicht aufgehört. Da sind eine fetten Berge draus. Sie fallen, ist hier sehr kläglich. Naja. Auf jeden Fall kommt er mit. Das ist doch schon mal sehr schön. So, dann machen wir heute ganz auf entspannt ein bisschen Stroh. Wir mähen ein bisschen Gras, was wir noch in Heu umwenden müssen. Dann könnten wir eigentlich den Heuwender einfach fahren lassen. Danach schwadern wir das zusammen und kloppen das auch wieder viereckig. Ja. Genau so. Jetzt müsst ihr aber das erste Mal bald rausplumpsen da hinten, oder? Komm, Junge, lass fallen. Bleib mal auf Kurs hier. Oh, ist mit der Belichtung ein bisschen schwierig, ne? Ja, der Ford hat zu kauen. Also, der schafft es, aber... Oh, oh, oh. Oh, 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 jetzt wird interessant. Nimmt das mit? Vom Abstand passt das, oder? Ja, er packt es rauf. Ehre. Okay, dann können wir erfahren. Haha. So geht das. Ah ja, stimmt. Deswegen haben wir die Felder noch ja nicht so weit bearbeitet. Hier muss nämlich noch Dünger drauf. Da muss sie mulcht werden. Ach du Schande. Am besten alles noch vor dem Winter. Okay, wir haben noch echt Programm. Alles klar, ich verstehe, ich verstehe. Na los, schmeiß ihn ab. Und ich habe mir überlegt, wir haben ja an dem alten Hof, ich nenne das Ding jetzt alter Hof, ne? Da wo die ganzen Landsbulldog und so stehen, da haben wir eine Ackerfläche, die ist geflücht. Was wollen wir da anpflanzen? Hatte ich da schon mal irgendwas gesagt? Wenn ja, ich hab's vergessen, ist lange her. Wenn wir das Kalendarium mal befragen, was denn möglich wäre, dann haben wir hier nicht viel Auswahl. Wir haben Pappeln und Gras, das fällt aus, weil wollen wir nicht. Warte mal, die Ölrettich, ne? Die wollen wir auch nicht. Und Gras wollen wir nicht. Wir hätten hier noch Weizen und Gerste. Das ist da aber schon mal auf dem Feld drauf gewesen, glaube ich. Also ist wegen Monokulturen vielleicht ein bisschen schwierig. Aber wenn wir da jetzt im Oktober nochmal Gerste aussehen, können wir im Juli Gerste ernten. Wäre für das Hühnerfutter nicht verkehrt. Oder wollten wir da was anderes machen? Wenn ja, habe ich es vergessen. Aber ich wäre für Gerste. Dann könnten wir da die Sämaschine nochmal drüber hampeln lassen, oder? Wäre so mein Gedanke. Aber erstmal machen wir hier das Stroh viereckig. So, der müsste mit seinem Grasmähen da hinten irgendwie auch gut vorankommen, hoffe ich. Ja. Wie gesagt, dann müssen wir da noch den Heuwender drüber schicken. Also kann alles nebenbei laufen, wenn die Sämaschine dann fährt und so. Dann kriegen wir alles hin. Die wollte eigentlich neue Felder anlegen. Das ist wieder so viel zu tun. Aber hat den Vorteil, im Winter nachher können wir wieder Bäume fällen.
Das ist sehr gut. Warte mal, können wir den ein bisschen dichter fahren lassen? Der kann ruhig näher rankommen. Der braucht ja keine Angst haben. Ah, bleib mal auf 10 Meter weg. So ist schon besser. So. Komm ran, Junge. Helf mit. Sei fleißig. Dann haben wir das nämlich schon mal in trockenen Tüchern hier, das Ding. Weil wenn wirklich gleich anfängt zu regnen, dann ist eh vorbei hier. Dann können wir nur noch harter Ackerarbeit, Feldarbeit betreiben. Aber mit Ernten und so ist es dann nicht mehr doll. Wir müssen kicken wegen dem Gras mit dem Heu und so. Das ist eigentlich blöd, wenn es nass wird. Aber nasses Stroh ist auch nicht cool. Also schwierig. Wie du das machst. Du machst das verkehrt. Auf jeden Fall müssen wir uns sehr sputen, aber wir haben ja nicht... Ich wollte gerade sagen, so viel Stroh haben wir ja nicht, aber wenn ich hier mal gucke... doch. Okay. Hat natürlich den Vorteil, wenn wir jetzt hier abfahren, dann brauchen wir dann nicht nochmal hinterher. Dann haben wir nämlich gleich alles mit eh mal weg. Na, mal sehen. Auf jeden Fall funktioniert der Ford mit der Presse. Ist schon mal schön. Und der Johnny zieht den Autoload-Anhänger. Das ist auch sehr schön. So, der nächste Ballen ist zur Welt gekommen. Und der Follow-Me-Abstand passt doch so weit, dass er sich daran nicht die Vorderachse bricht, sondern schön dran vorbeifährt. Alles so wie geplant. Cool. Warte mal. Ich war mal so frech, ich habe mal einen Gang hochgeschalten. Ist das okay? Also 3 km/h schneller. Jetzt fahren wir 20 und keine 17 mehr. Ja, ich denke, ist okay. Also ich kann damit leben. Und was ich sehr merkwürdig finde, dieses Maisgebiss, was wir haben hier, dieses Capello, die Gleitkufen, die erzeugen quasi eine mulchte Textur. Da verschwinden die Stoppeln. Das sieht man auch auf der Karte, wenn wir mal gucken. Da hast du hier nämlich so eine fetten Riffeln drin. Ey, guck mal, der ist gleich fertig. Hoho, Ehre. Guck mal hier, die Streifen, meine ich. Ja, der zaubert hier richtig so eine Dinger rein. Das ist gemulcht. Na, theoretisch, wenn du mit dem Schneidwerk über den ganzen Acker fährst und dich richtig mit beschäftigst und dir voll ein anspielst, kannst du mit dem Schneidwerk das komplette Feld mulchen. Klingt bescheuert, ist aber so. Ja. Weil das funktioniert auch, wenn der gar nicht erntet. Weil ihr habt ja gesehen da vorne, da sind nämlich die Grashalme auch verschwunden. Ja, interessant manchmal. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich mag den Hof hier hinten. Den Kuhstall. Riesending mit dem Schleppdach da vorne, die Rundbogenhallen, das Hofsilo, die hügeligen Felder hier mit dem neuen Wald ringsrum. Da bin ich echt mal gespannt, wenn wir vorspulen, ob da noch mehr Bäume wachsen. In relativ kurzen Zeitabständen. Aber, na doch, so langsam muss ich sagen, ist die Map an dem Punkt, wo sie mir sehr danach hin biege, wie ich sie mir vorgestellt habe. Das gefällt mir. Oh, dicker Haufen, kein Problem, einfach drüber, nimmt er mit. Wir haben noch nicht mal die Hälfte, Leute. Das kann dauern. So. Aber egal, oh, warte mal, der Ford, der muss bald mal tankt werden. Ach, du Schande. So, dann müssen wir das Schwart hier entlang fahren. Hier wird jetzt ja nicht so viel bei rausfallen, denke ich mal. Das war nämlich der letzte Rest gewesen. Aber müssen wir trotzdem mitnehmen, hilft ja alles nicht. Aber guck mal hier an eine Steigung, ne? Da kommt ein bisschen Pudding aus dem Auspuff. Da braucht er ein bisschen mehr Power. Okay. Aber solange wie er hier durchfeuert,
ist das schon okay. Aber überleg doch mal. Das ist, also ist wirklich kein großer Motor da vorne drinnen, ne? Und der zieht das ganze Ding, der treibt die ganze Presse an. Ich finde doch die Mechanik der Presse voll geil. Ja, ist zwar konvertiert, wahrscheinlich schon aus dem 17er, wenn mich nicht alle täuscht, aber ich finde die Presse toll. Der müsste mit seinen Grasmähen aber schon fertig sein, oder? Zeig mal. Ja, er begibt sich auf den letzten Pfad. Alles klar. Sehr cool, dann läuft das auch. Dann müssen wir da, wie gesagt, nur noch die Heuwänder losschicken. Und schwadern. Und danach noch mit der Walze drüber. Also, ja, okay. Dafür, dass wir kurz vorm Winter sind, haben wir noch einen ganzen Kalender voll zu tun, theoretisch. Was aber überhaupt nicht schlimm ist. Lieber immer was zu tun haben, als sich was überlegen zu müssen, was man als nächstes macht. Finde ich so bald angenehmer. Ne, dann hast du immer den Kopf voll und kannst immer, immer machen. Immer durchweg durch. Immer gib ihm. So, na los, komm, spuck nochmal ihn aus, da. So. Okay. Dann, warte mal, dann dürfte der Anhänger aber bald voll sein, oder? Naja, nö. Oh, guck mal, der packt aber schön. Ich glaube, der Anhänger war eine gute Investition. Das gefällt mir. So, da oben steht, der Helfer hat die Arbeit erfolgreich beendet. Dann passt mal auf. Dann nehmen wir uns den hier. Ja! Dann schmeißen wir hinten mal schnell den Heuwender ran. Und dann würde ich sagen, presse ich noch die restlichen Strohballen zusammen. Und lass in der Zeit das Heu schon mal fertig wenden. Dann haben wir das schon mal erledigt, weil ich habe keine Ahnung. Aber eigentlich, warte mal, kannst du bei Regen Heu wenden? Eigentlich ja. Müsste gehen. Wird zwar nasses Heu, aber ist halt Heu. Nee, würde ich so machen. Dann würde ich jetzt noch die restlichen Strohschwade alle viereckig pressen. Und in der Zeit kann er sich dem Gras widmen und das ein bisschen veredeln. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich, wenn wir das alles irgendwie verwursten, wegfahren, abfahren, keine Ahnung, viereckig machen, dann walzen und ich würde echt gerne die neuen Felder abstecken. Dass wir da mal vorankommen. Und dann müssen wir da, wo wir gerade Stroh pressen, müssen wir noch düngen und mulchen. Pflügen eigentlich auch, weil wir sind ja mit dem Mais da unterwegs gewesen. Ja, okay. So machen wir das. Okay, warte mal, dann schmeißen wir hier erstmal den Wender hinten ran, den Heuwender. Haben wir ihn doch. Ich wollte schon sagen, hä? Da ist er doch. Ist ganz schön schmutzig, der Onkel. Naja, okay. Oh, wir haben letztes Mal extra den breiten Heuwender verkauft und gegen den schmalen eingetauscht, ne? Man könnte jetzt hingehen und das Gras schwaden und dann die Schwade wenden und dann müsste man die gewendeten Dinger wieder schwaden, aber wenn wir das lose Gras, wie das jetzt hier liegt. Ey, nee, warte mal. Das war ja wieder Quatsch. Aber das wusste zu dem Zeitpunkt noch ja keiner. Wir haben ja den. Der hat eine Leistungsanforderung von 30 Pesen. Der hat 4,4 Meter. Warte mal, warte. Das machen wir vernünftig. Wir hatten den. Wir haben jetzt den. Wir hatten dann den. Der hat braucht 10 PS mehr. Der hat aber doppelte Arbeitsbreite fast. Na, warte mal. Dann kaufen wir das zurück, was soll's.
Und dann lassen wir den einfach verschwinden. So. Ja, manchmal kann man sich doch einfach machen, ich weiß. Deswegen machen wir es ja, weil der einfach ist. Jetzt haben wir wieder ein paar Miese gemacht, aber hey. Dafür macht er ordentlich Fläche hier. So. Genau. Dann setzen wir den hier an und dann kann er hier so Sachen machen. Gib alles, Junge. So nämlich, der macht hier schön Heu draus. Das können wir dann schön zusammenschwaden. Dann werden wir das pressen. Machen wir wieder HD-Ballen draus, ne? Hätte ich gesagt. Weil ich glaube, die Presse stand die auch da oben. Ich glaube, ja. Siehste. Hat da wenigstens was zu tun, der Kleine. So, warte mal, wie steigen wir hier ein? Und die Mähtechnik lassen wir gleich hier oben stehen. Dann könnten wir theoretisch den Ballenanhänger auch hierher fahren. So, dann können wir nämlich mit dem Traktor das nächste Mal hier reinfahren. Oder drehen wir es um? Bin mir da gerade noch nicht so sicher. Auf jeden Fall verursachen wir gerade sehr viele Helferkosten. Weil der Follow-Me-Helfer hinten bei der Strohballenpresse hinten dran, der wartet auch, dass es weitergeht. Und der Heuwender hier, der kriegt ja auch seine Mark. Zack. So, platzsparend. Halt, stopp! Okay, er fährt schon zurück. Verdammt, ich wollte ihn eigentlich da drüben ansetzen, dass er hier keinen Quatsch macht. Dass er weiß, wo es lang geht. Aber dann darf er nochmal zurückfahren. Ich wollte in der Zeit eigentlich nur schnell den Fiat da aus dem Weg nehmen, dass wir da vernünftig arbeiten können. Aber nun gut, so sei es. Ich hätte das nämlich gerne alles noch vor 13 Uhr erledigt, bevor der Regen kommt. Aber ich hoffe, es ist jetzt zu eurer Zufriedenheit. Also ich kann damit auf jeden Fall leben. Wenn wir das so machen, mir sollte recht sein, ne? Lasst ihn nebenbei hier einfach arbeiten. Wir müssen ja da nicht stundenlang zugucken. Wir können ja in der Zeit immer irgendwelche anderen Sachen machen. Ne? Das sollte jetzt, glaube ich, locker flockig laufen. Theoretisch könnten wir sogar den Schwader jetzt ganz einfach hier seine Arbeit machen lassen. Und dahinter die Ballenpresse fahren lassen. Alles mit Follow Me und einem Helfer. Wir bräuchten theoretisch noch nicht mal selber machen. Bloß ich weiß nicht genau, wie das immer so klappt. Weil das funktioniert. Du kannst den Helfer einfach losschicken und der Follow Me Helfer fährt einfach den Helfer hinterher. So, er / sie macht Heu und wir machen noch den Fiat aus, dass der nicht leer läuft hier. So, und dann machen wir hier drüben mit dem Stroh weiter. Besser gesagt, ich mache mit dem Stroh weiter. Und ja, wie gesagt, das wird dann zusammengepresst hier alles schön. Dann kommt es entweder beim Kuhstall erstmal eingelagert oder direkt in die Futterproduktion. Aber ich glaube, wenn wir es einlagern, sind wir erstmal besser dran, oder? Ja, so ist der Plan. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, dass wir da dann die neuen Felder endlich mal abstecken können, um zu gucken, wo wir denn Bäume fällen müssen und wo wir Wege anlegen und wo wir neue Bäume anpflanzen und so eine Sache, ne? Also Freunde, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Und René hauen.